Ja, grüß Gott zu einem Video, das euch hoffentlich hilft, falls ihr von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen müsst, weil die Schule aus verschiedenen Gründen eventuell nicht stattfinden kann. Ich hoffe, dieses Video zeigt euch, wie wir mit Teams im Rahmen von Office 365 gemeinsam kommunizieren können, sodass der Unterrichtsausfall so gering wie möglich ausfällt. Es würde mich freuen, wenn euch das ganze Video tatsächlich hilft. Ich gehe jetzt die ganzen einzelnen Schritte kleinteilig durch, sodass jeder in der Lage sein sollte, nach diesem Video, das nicht lange dauern wird, entsprechend in Teams zu kommunizieren. Ganz wichtig ist, hauptsächlich haben wir es ja bisher am Handy benutzt. Wenn ihr jetzt zukünftig dann tatsächlich Unterricht über Teams erhalten sollt und da Inhalte entsprechend nutzen wollt, dann müsst ihr das Ganze oder dann solltet ihr das Ganze an einem besseren Gerät, an einem größeren Gerät, an einem größeren Bildschirm entsprechend machen. Deshalb mache ich jetzt im Browser, am Computer, am Laptop, wo auch immer, aber so, wo ihr halt ein bisschen mehr Möglichkeiten habt. Nicht so sehr am Handy. Am Handy ist eher besser so zum Chatten und ganz kurz zu verkehren. Aber es ist immer noch ganz wichtig, besser als nichts. Als erstes gehe ich auf die Google-Seite. Ich fange ganz vorne an. Ihr habt natürlich eure ganzen Zugangsdaten schon erhalten. Das ist die Voraussetzung, sonst könnt ihr es gleich vergessen. Ihr braucht eure Zugangsdaten und dann googelt man einfach nach Office 365 Login. Dann kommt man auf diese Seite, da klickt man drauf und dann normalerweise, ich fange jetzt mal von vorne an, würde man dann nach dem Login gefragt werden, geht man auf Anmelden und man gibt eben die entsprechende E-Mail-Adresse an. In diesem Fall habe ich einen Testbenutzer angelegt, der so ausschaut. Hier würdet ihr halt logischerweise euren Login benutzen. Und wenn es den schon gibt, dann habt ihr das entsprechende Passwort logischerweise, das ihr euch selber gegeben habt. Und anschließend, diese Frage könnt ihr bejahen, daheim macht es durchaus Sinn, ich mache jetzt mal nein. Aber ihr könnt es auch bejahen, das ist kein Problem. Und dann seid ihr schon drin in dieser ganzen Geschichte. Da habt ihr eure ganzen Online-Apps, die ihr alle schon kennt. Also das brauche ich jetzt nicht alles erklären. Wenn ihr die genutzt habt im Unterricht, wisst ihr es ohnehin schon. Ich meine, Word, Excel, PowerPoint und so ist für euch Standard. Das Tool, das uns aber in dem Bereich am wichtigsten ist im Moment, ist Teams. Ihr macht es also auf und normalerweise hat der Lehrer jeweils schon euch den entsprechenden Klassenteams zugefügt. Das heißt, ihr müsst hier nichts mehr machen. Ihr würdet hier in eurem Fall natürlich mehr Klassen sehen. Ich habe jetzt nur eine Testklasse. Ich bin nur in der drin, weil sie ein Testschüler ist. In dem Fall klickt ihr einfach drauf. Links habt ihr die Möglichkeit, die einzelnen Funktionalitäten zu betreten. Wichtig ist in dem Fall jetzt das Team. Da klickt man drauf und dann klickt man einfach nochmal auf den Namen des Teams. Und ihr seht schon, ich habe jetzt da was eingerichtet. Das ist der Chat, der funktioniert im Endeffekt genauso, wie man es von den ganzen Geschichten her kennt, wie WhatsApp, die typischen Messenger-Dienste. Also wenn ich da hier Hallo reinschreibe, dann sieht es natürlich der Lehrer und entsprechend sieht man dann auch man kann da verschiedene Sachen machen. Also man kann dann natürlich auch, wenn man da unten auf die Klammer geht, irgendwelche Daten hochladen, du kannst irgendwelche Smileys einfügen, was auch immer. Das muss ich euch nicht erklären, ich glaube, das ist selbst erklärt. Entscheidend ist hier unter Dateien. Hier findet man alle Dateien, die einem durch den Lehrer zur Verfügung gestellt wurden. Ich habe hier testweise einige hochgeladen. Natürlich kann man diese Dateien auch einfach per Klick aufmachen und dann sieht man eine kleine Vorschau. Hier zum Beispiel die Verlautbarung, die an die Schulen gingen. Das sind ein paar Beispiele. Wichtig ist nur, dass ihr in den Dateien die entsprechenden Sachen aufmachen könnt, wenn ihr da geht. Zum Beispiel habe ich hier ein Testdokument, das jetzt zum Beispiel vom Lehrer zur Verfügung gestellt wurde, das die Schüler in dem Fall bearbeiten können. Das geht natürlich online in Teams. Ihr seht, das ist jetzt das Testdokument. Ich kann hier beliebig einen beliebigen Text einfügen und dann bearbeiten. Bei Schließen wird das Ganze automatisch entsprechend abgespeichert. Also wenn ich das jetzt wieder aufmache und zwar so, dass es der Lehrer auch sehen kann. Und ganz interessant, natürlich könnt ihr hier eine Unterhaltung einblenden, zum Beispiel wenn jemand anders was reingetragen hat, weil natürlich die ganze Klasse dieses Dokument jetzt gleichzeitig bearbeiten kann. Wenn man sich jetzt da absprechen will zum Beispiel, dann könnte man hier entsprechend
die ganzen Geschichten bearbeiten. Es geht natürlich auch, wenn ich da hinten auf diese Knöpfe drücke, dass ich das Ganze in der entsprechenden App aufmache. Also ich kann es zum Beispiel herunterladen und dann in meinem Word zu Hause bearbeiten und dann anschließend die ganze Geschichte hier wieder hochladen. Wie geht das Hochladen? Ich nehme jetzt da einfach mal diese Aufstellung da. Das Corona-PDF, ziehe das hier rein. Und dann fragt er mich, wo ich es hochladen möchte. Und ich kann natürlich ganz normal hochladen. Ich nehme jetzt da einfach General, also sprich, dann wird es ohne irgendwelche Einstellungen hochgeladen. Und dann kann ich entsprechend hier Test Upload diese Datei dem anderen allen zur Verfügung stellen. Das geht ohne Probleme. Ich kann da drauf drücken und dann können natürlich alle diese Corona-Datei sehen. In dem Fall ist es unser Elternbrief. Nur mal ganz wichtig ist die Funktion, wenn ich bei Beiträge gehe, einem Meeting beizutreten. Also sprich, wenn ein Lehrer hier ein Meeting eröffnet, also sprich, euch unterrichten möchte, dann geht das ohne Probleme. Ich zeige jetzt mal, der Lehrer wird das jetzt entsprechend einrichten und dann, ihr seht es, hier ist mein Konterfei zu sehen und ich kann jetzt, wenn ich als Schüler hier auf Teilnehmen gehe, am entsprechenden Meeting teilnehmen. Ich habe jetzt nur ein Problem, ich bin jetzt da mit dem Firefox drin, da funktioniert jetzt das nicht. Ich habe es ja schon mal gesagt, man braucht den Chrome, um das Ganze nutzen zu können. Mit dem Chrome-Browser kann man dann teilnehmen und dann funktioniert das wie beim Skype. Jetzt bin ich im entsprechenden Chrome-Browser, ich gehe auf Teilnehmen. Jetzt könnte ich mein Mikrofon einschalten, das will ich aber jetzt mal blockieren, das brauche ich jetzt erstmal nicht, weil ich als Schüler jetzt nichts zu sagen habe momentan. Und ich fahre also ohne Audio und Video fort und ich gehe jetzt auf Teilnehmen und schon sehe ich den Lehrer da, der da die entsprechenden Sachen machen kann. Ich werde jetzt als Lehrer mal versuchen, meinen Desktop freizugeben. Und dann sieht man jetzt da, als Schüler, wenn ich drin bin, dass da mein Desktop freigegeben wurde. Sie sehen also, oder ihr seht es jetzt, man könnte in dem Fall auch alles euch demonstrieren, was man am Computer darstellen kann. Also denkbar wäre jetzt zum Beispiel eine PowerPoint, die man euch zeigt, um euch anhand der PowerPoint irgendwelche Zusammenhänge zu erklären. Ich breche das Ganze jetzt mal wieder ab und automatisch wurde dann dieses Meeting abgebrochen. Nochmals zum Meeting bzw. zum Unterricht per Videochat. Ihr kennt die Funktionalität, ich habe es ja gerade schon mal gezeigt. Ich möchte euch nur nochmal darauf hinweisen, weil es sehr wichtig ist und euch natürlich auch die Qualität des Unterrichts bzw. der Informationen, die ihr vom Lehrer zu Hause kriegt, natürlich wesentlich steigert und verbessert. Ich nehme also nochmal an diesem Video teil. Falls ihr sprechen wollt, also tatsächlich eine Videokonferenz machen wollt, müsst ihr natürlich in dem Bereich das Mikrofon zulassen. Ich blockiere es jetzt mal, weil ich, wie gesagt, das jetzt nicht brauche. Ihr müsst dann auf Zulassen klicken, wenn ihr einen Laptop oder ein Headset oder irgendwas habt und dann mit dem Lehrer tatsächlich Videokonferenzen mit Voice Chat, also sprich mit ganz normal Videotelefonie betreiben wollt. Ich gehe jetzt mal auf Blockieren, weil ich es nicht brauche und gehe ohne Video und Audio nochmal in die Konferenz rein, wieder jetzt teilnehmen. Jetzt bin ich drin. Ihr seht, ich bin in meinem Unterricht. Ganz wichtig ist nochmals zwei Sachen. Erstens, der Lehrer kann euch mit diesem Videochat seinen Computerbildschirm zur Verfügung stellen. Wenn ihr jetzt euer Mikrofon nicht blockiert habt, könntet ihr mit diesem Knopfdruck dann eure Stimme einschalten. Der zweite Punkt, der ganz wichtig ist, ist die Unterhaltung anzeigen. Ihr könnt also, und so wird das Ganze wahrscheinlich auch am häufigsten ablaufen, in diesem Chat Fragen stellen. Also sprich, der Lehrer erklärt euch etwas und ihr könnt mittels des Chats nachfragen. Ihr seht es so in diesem Bereich und der Lehrer, wenn jetzt antwortet, funktioniert es natürlich genauso. Man sieht also, man kann sehr einfach kommunizieren, wieder mit den gleichen Funktionalitäten wie in dem Chat, den ihr aus dem Teams an sich kennt.
also sprich ohne Videokonferenz. Ihr habt dann die Möglichkeit, wie gesagt, mit allen gemeinsam zu kommunizieren, wie man es aus der Schule im Klassenunterricht auch kennt. Nochmals zwei Sachen zur Zusammenfassung. Erstens, wenn ihr diese Funktionalität voll nutzen wollt, braucht ihr den Chrome-Browser. Es geht kein Safari, kein Edge und auch kein Firefox, um die volle Funktionalität zu nutzen. Zweitens, ihr könnt natürlich auch die Desktop-App unter Windows bzw. macOS installieren. Dann braucht ihr nicht in den Browser reinzugehen, dann gibt es diese App als eigenständiges Programm. Hier ist also der entsprechende Knopf, um die App herunterzuladen, hier unten. Ich hoffe, das Video hat euch etwas geholfen und wir können einigermaßen Unterricht durchführen, auch unter den erschwerten Bedingungen. Vielen Dank an euch alle für eure Geduld, dass ihr das Video angeschaut habt. Und dann bleibt's gesund und hoffentlich bis bald.